So. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt schnell machen müssen oder ob wir noch Zeit haben. Das werden wir dann spätestens dann rausfinden, wenn hier irgendwas hochgeht. Nee. Also richtig brennen tut sie ja nicht, ne? Ach, ich glaube... Oh! Das hatte ich eigentlich gar nicht sagen wollen. Man konnte hier, glaube ich, an die Seite noch hin. Ja, ja, doch, doch, doch. Man konnte hier noch an die Seite hin. Das wusste ich noch. Also, ich meinte jetzt halt auf die Felsen da drüben. Auch wenn sie hier labermäßig ausschauen, man konnte, glaube ich, auf irgendwelche Felsen drauf, weil da irgendwie Munition noch war oder so. Können wir mal uns umdrehen? Also, da war es nicht. Ja gut, dann chillen wir einfach mal kurz. Da kommt jetzt auch gleich was hoch. Speichern wir mal da unten ab. Kann man da drauf? Nee, kann man nicht. Okay. Hm. Komisch. Ich dachte, es ginge. Kommt jetzt hier noch was, oder? Okay, machen wir Quick Save. Okay, ich dachte eigentlich auch, dass ich hier noch ein paar Mal sterben werde. Ich wundere mich gerade echt, dass es so schnell ging. Eigentlich hätte ich jetzt mindestens 20 Minuten alleine für diese Halle gedacht, werden wir in Anspruch nehmen müssen. So, ein bisschen Zeit zum Aufnehmen habe ich noch. So, dann brauchen wir jetzt noch... Einen Stern haben wir, Wind haben wir und dann dieses komische irgendwas mit irgendwas drin. Das Int in Int. Hä, was Int? Das in der Mitte ist. Oder? Das war doch das Zeichen. 1, 2, 3. Der Hebel wird's mir sagen. Sofern ich vorher Quicksave mache. Ja, also wie man sieht, man hat hier in diesem Spiel eigentlich kaum Gegner. Es ist eigentlich wirklich mehr... Ah! Quicksave, oder? Oder ne, speichern wir einmal richtig ab und danach machen wir Quicksave, weil vermutlich... Ah, okay, das war unabsichtlich. Oh, laut. Ich glaube nämlich, dass wir hier ein bisschen... Scheiße. Das geht jetzt, oder? Ja, scheint zu gehen. Hä? Ich wollte eigentlich mal kurz speichern, Leute. Fuck. Oh! Und lass mich raten, ich habe noch nie gespeichert, oder?
sollten wir es zumindest mal machen, wenn wir hier drüben sind. Am besten noch, bevor ich von der Wand weggehe. Oh, hier. Ich mache einmal ganz gern Quick Save und einmal... Einmal ganz gern normal, weil... Ich denke, dass... Ja, Quick Save kann man manchmal aussehen in einer scheiß Position speichern. Deswegen ist es gut, wenn man nochmal richtige... Ah, ey, wie soll man denn da hinkommen? Scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Das raucht hier da unten so, das scheint mir fast so, als wäre das... Okay. War das so gewollt, Spiel? Oh nein, oh nein. Oh nein. Nein! Schnell, schnell, schnell. Das war zu weit. Ich denke, wir haben nur noch Zeit auf dieser Plattform. Nee. Moment, ich habe Quick Save gemacht. Nein. Oh Gott. Lara, geh drauf. Lara. Ja, gut. Gut. Scheint jetzt schon mal safer zu sein. Das überschreiben wir mal. So, jetzt haben wir es eigentlich schon geschafft, oder? Noch nicht ganz. Ah, das ist ja fies. Da müssen wir jetzt aber sauschnell sein, oder? Ja. Ja. Gut. Dann... Nehmen wir mal das Ding da weg, oder? Jetzt haben wir schon alles. Okay, und da weiß ich jetzt, dass das relativ uncool wird. Jupp. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nein. Ja. Zum Glück machen die uns keinen Schaden da, ne? Okay, aber brennen ist auch uncool, deswegen gibt's irgendwas zum Löschen, ne? Ja, scheiße, was machen wir denn da? Ach doch, hier ist was zu löschen. Okay, nein. Oder so. Das ist relativ schlecht gelöst, oder? Whoa. Wir können mal versuchen. Whoa. Und jetzt muss zurück. Es war klar, dass der jetzt wirft. Sorry, dass ich gerade ein bisschen unentspannter bin. Allerdings ist das hier
Relativ nervig. Deswegen inhalieren wir jetzt einfach mal ein großes. Weil an sich ist es ja nicht schlimm, wenn wir mal ein paar Medipacks fressen. Auch wenn das, wie gesagt, ja. Ich scheiß auf euch. Und zack, weg. Okay. Ja, war ein bisschen unentspannter gerade. So, und die Dinger müssen wir jetzt doch, glaube ich, da vorne einsetzen, oder? Das habe ich doch schon vorhin gesehen. Der andere chillt sein Leben. Dem ist das egal. Dann ist es mir auch egal. So. Jo. Schaut doch schon mal gut aus. Mhm. Wo ist eigentlich diese Tür, die wir öffnen müssen? Oder die rechts ist ja, glaube ich, gar nicht, ne? Ne, da kommen wir her. War diese Tür hier oben? Oder ist es jetzt der Moment, wo wir nach unten müssen? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das könnte natürlich jetzt durchaus sein. Ich glaube, wir müssen nach unten. Ich glaube nicht, dass die Tür hier oben war. An sich können wir es ja einfach mal ausprobieren. Ich habe eigentlich keine Ahnung, welchen Hebel ich jetzt da drücken muss, ob das jetzt der richtige oder der falsche ist. Deswegen speichern wir einfach mal. Dieses Mal, wie gesagt, müssen wir nach unten, also schätzungsweise. Deswegen speichern wir ab. Und drücken wir absichtlich mal den falschen Hebel. Oder ja, genau. Jetzt passiert genau das, was ich meinte. Du kommst halt hier runter und findest Munition. Was ich nicht wusste. Ja. Und hier unten sind die Fallen. Das weiß ich noch. Da können wir jetzt mal... Machen wir nochmal von ganz hier oben. Weil da muss ich nicht immer so runtergehen. Okay, bewegt sich das Ding nicht. Ah, oh, jetzt, oder? Nein. Ja. Nein, das war... Doch, das war richtig. Boah, ja, es, ich habe mich gerade gefragt, ob da nicht irgendwas noch rauskommt. Oh. Okay. Ja, ich weiß nämlich, dass hier unten ziemlich viele Fallen sind. Und... Oh, oh. Soll ich da vielleicht ein bisschen mit Piano durchgehen? Ich weiß ja nicht. Okay. Ich weiß nicht, wann das Ding hier losrollt. Und vor allem weiß ich nicht, in welche Richtung es geht. Ah. Oh, okay, es kommt anscheinend in meine Richtung. Ich weiß nicht. Oh, oh. Ist mir auf den Fersen, ne? Okay. Genau, da kommt's vorbei. Warum habe ich das eigentlich immer die Hölle genannt? Ich weiß gar nicht. Weil es wahrscheinlich so rot ist und weil hier so viele Fallen sind. Ja, wir sollten halt immer schauen, dass das Ding ein bisschen weiter vor uns ist, weil... Es ist besser, ich renne ihm hin... Ah, hier ist die Tür. Es ist besser, ich renne ihm hinterher, als dass es uns hinterher rennt. So. Ihr müsst euch mal Speedruns von dem Game anschauen. Also nicht von dem jetzt hier unbedingt, aber vielleicht von Tomb Raider 3 oder sowas. Da gibt es jemanden, der heißt Action Turnip, also Turnip 217. Ist ein ziemlich cooler Typ, der streamt auch und der kann ziemlich gute Speedruns machen von Tomb Raider 3. Und hört sich jetzt erstmal vollkommen langweilig an, dachte ich auch. Aber als ich dem mal zugeschaut habe,
Naja, der spielt das Game halt so in einer Stunde und 10 Minuten durch, ne? Oder 5 Minuten oder irgendwie sowas. Und wie er das macht, ist relativ faszinierend. Er nutzt halt sämtliche Bugs von dem Spiel aus. Und Tricks, die man ja gar nicht so jetzt kennen würde. Also ziemlich cool, kann man sich ja mal anschauen. Action Turnip heißt er, also wie Action. Und dann Turnip wie Turnip mit P. Und dann 217. Ist auf Twitch und auf YouTube. Ja. Und ein ziemlich cooler Typ ist auch. Ist halt ein Amerikaner. Also es hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass Amerikaner generell cool sind. Auch wenn es jetzt eigentlich gerade ein Kompliment war. Sondern, ja, ich meinte damit, er ist halt ein Amerikaner. Deswegen, je nachdem, ob ihr gut Englisch versteht oder nicht, ist es halt sinnvoll, sich das... Also, ja, ist halt sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Wobei es generell sinnvoll ist, man muss ja nicht immer alles verstehen. Zuschauen ist ja gerade bei Speedruns das Wichtigste, da konzentrieren sich die meisten eh nur. Von Tomb Raider, The Angel of Darkness, habe ich mal kurz geschaut, da gibt es auch Speedruns. Ich glaube, 20 Minuten habe ich gesehen, spielen wir das Game hier durch. Da habe ich gerade mal noch nicht mal die erste Mission, gebraucht. Oder ich habe dafür für die erste Mission, glaube ich, 40 Minuten gebraucht oder sowas. Was eigentlich im Vergleich jetzt zu dem, wie schnell wir hier fortschreiten, relativ schwierig, relativ krass ist. Ja. Jetzt mal was anderes. Was müssen wir jetzt hier eigentlich machen? Also, es sieht so aus, jetzt müssen wir irgendwie die Zahnräder hier in Bewegung bringen. Vielleicht hier hoch? Oder kamen wir da? Oder war das die andere Leiter, wo wir herkamen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ach ja. Das ist dieses Symbol. Kann man dahinter? Scheint so, oder? Da ist ja auch eine Leiter. So, eigentlich müsste ich ja dahinter kommen. Hm. Das Absprengen ging in den alten Teilen besser. Hä? Ach hier. Das Abspringen ging in den alten Teilen besser. So. Oder war das die Richtung? Ah, das war die Richtung. Ja, streck uns deine Hüften ins Gesicht. Die männlichen Zuschauer wird sicherlich freuen. Uah! Okay. Erneut. Nein, du solltest eigentlich springen, Lara. Ah, sag mal, bin ich jetzt zu blöd, die Leiter hochzugehen, oder? Na, gehe ich die falsche Richtung hoch? Quick save? Hä? Jetzt aber. War ganz schön schwierig. Da kamen wir her. Oh, da hätten wir was. Da könnten wir was drehen. Ich weiß nicht, müssen wir das drehen? Oder müssen wir das Richtige drehen? Hier unten war ein Stern. Da hinten ist ein Windsymbol. Ich würde jetzt ja schon fast behaupten, das würde falsch sein, wenn wir das drehen. Aber gucken wir mal, was hier oben noch ist, weil oben war, glaube ich, auch ein Windrad, ne? Ein Windrad, sag ich schon. Ich meine, ein Rad zum Drehen. Hier, da rechts. Ist aber auch falsch, ne? Da hinten ist Wind. Nee, ist auch wieder was anderes. Ach, weißt du was? Wir probieren es einfach aus. So easy ist das. War das jetzt korrekt oder falsch? Dahinter kommen wir auf jeden Fall nicht mit einem Sprung, das heißt, wir müssen da anders hin.
Das war knapp. Oh, ja, okay. So, dann bewegt die mal nach oben. Schauen wir mal, dass wir das auch kurz abspeichern, weil ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendeine Reihenfolge... Oh, das kann ich gar nicht. Warum kann ich das nicht? Da hinten ist auch was. Oder war ich da jetzt gerade? Da war ich gerade, ne? Ja, da war ich gerade. Das ist Wind. Aber Wind war doch auch da unten, oder? Nein, da werden wir sterben. Hm. Scheint mir schon fast so zu sein, als hätte ich gerade einen Fehler gemacht, oder? Nee, Moment. Wind ist ja falsch. Wir müssen ja was anderes drehen. Keine Ahnung. Schauen wir einfach nochmal unten, was da ist. So. Na komm, dann lass dich fallen gucken. Kann ich hier irgendwas machen? Scheint jetzt nicht wirklich so zu sein. Hm. Dann habe ich gerade mal keine Ahnung. Ich wüsste ja auch gar nicht mal, was es uns bringt, wenn wir das jetzt hier anmachen. Also, ich lade noch mal kurz. Lade mir mal 44. Und drehen das jetzt einfach mal nicht. Vielleicht kann ich ja jetzt das andere drehen. Moment, war da nicht gerade eine Leiter da drin? Oder war das, wo ich herkam? Na, da kam ich wahrscheinlich her, ne? Ja. Na, egal. Kann ich das jetzt drehen? Nein. Das heißt, wir hätten das andere auch drehen können. Nein, Moment, das ist ein anderes. Das ist ein anderes. Das heißt, hier ist ein Drehrad. Und da drüben ist eins. Also wie gesagt, wir haben jetzt die ganzen Punkte hier abgespeichert. Wir können ja einfach ziemlich easy nochmal laden. Ich würde ganz gerne wissen, was passiert, wenn wir das da oben drehen. Weil... Kann man da hin? Machen wir Quick Save. Nee, okay. Oder vielleicht mit später Reaktion? Nee, auch nicht. Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Okay, dann machen wir es nochmal so. Ich lade nochmal das eine hier. Dreh es jetzt. Ich guck mal nochmal, was passiert. Steht irgendwas in unserem Notebook? Ja,
Ne, das haben wir ja schon gehabt, ne? Genau. Moment, das ist ja schon... Wir müssen ja... Oh, in welche Richtung müssen wir da jetzt gehen hier? Access... Can't Client, Louis Bouchard, Useful Contact, Purchased, Handgun... Terrified to go out, Monster and Terrorizing... Das ist aber alles ein bisschen... Nee. Das ist alles ein bisschen durcheinander angeordnet, würde ich mal behaupten. Lara, ich weiß nicht, was du da machst, aber... Man schreibt normalerweise... Also ein Tagebuch nicht so. Da kann man auch hoch. Also da wir das da drüben nicht drehen können, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal nochmal dahin. Ja, dachte schon, ich sterbe jetzt. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas zum Drehen. Nee, das ist verschlossen. Warum ist das verschlossen? Kann ich mich hier irgendwie... Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann man hier irgendwie hochklettern. Nee. Nee, nee, nee. Aber warum kann ich das so oben nicht drehen? Das erschließt sich mir noch gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich zu dem anderen Punkt da hinkomme. Gehen wir nochmal runter, auch wenn ich nicht weiß, was wir da unten machen können. Schauen wir uns nochmal um. Also hier kommen wir zum Anfang. Und hier... war irgendwas. Hier war das Drehrad, ne? Was gibt's da jetzt? Hat so viel, also so wenig Probleme mit dem Spiel gehabt und jetzt verzweifle ich an diesem Rätsel. Na gut, es war das Rad, wo wir drehen konnten, also eigentlich hin drehen wollen, aber es ging ja nicht. Das andere ist dann über uns, oder? Wie zum Teufel komme ich denn... Ach so. Seht ihr diese Schnur da? Nicht Schnur, diese Seil da? Okay, dann laden wir nochmal, weil dann sind wir nämlich schon mal oben und dann müssen wir jetzt nicht nochmal alles hier machen. Oh, WhatsApp Web. Ich weiß nicht, ob wir das, wahrscheinlich haben wir das im Video gehört, deswegen einfach mal sorry. Nein.